Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Schritt. Wir wollen also den Winkel Phi berechnen und versuchen dazu eine Formel herzuleiten. Gut, wir wissen nicht, wie groß Phi ist, aber wir wissen, wie groß Tangens Phi ist. Tangens ist nämlich das Verhältnis von Gegenkathete zu Ankathete. Wir können also schreiben, der Tangens von Phi, Tangens Phi ist gleich Gegenkathete durch Ankathete, also B durch A. So, jetzt stellen wir das Ganze um. Wir wenden auf beiden Seiten die Arcos-Tangens-Funktion an, also die Umkehrfunktion. Dann bleibt hier Phi übrig und auf der rechten Seite steht Arcos-Tangens von B durch A. Mit dieser Formel kann man jetzt also den Winkel Phi berechnen. Gut, machen wir ein Beispiel, das heißt, wir kommen auf das alte Beispiel zurück. Da war also z gleich a plus bi. Und da wählen wir jetzt mal als a gleich 3 und b gleich 4. Also a ist gleich 3 im Beispiel und b ist gleich 4. Dann nehmen wir also diese Formel hier, phi gleich a cos tangens. So, jetzt müssen wir b durch a teilen, also 4 durch 3. Das sind 4 Drittel. Jetzt müssen wir im Taschenrechner diesen Wert hier ausrechnen. Ja, ich will a cos Tangens von 4 Dritteln berechnen. Dann nehme ich den Windows-Rechner und tippe ein 4 geteilt durch 3 gleich. Dann habe ich die 4 Drittel eingegeben oder 1,3 Periode ist ja das gleiche. Und jetzt den a cos Tangens von 4 Drittel. Da drücke ich also nicht auf Tangens hier unten, sondern zuerst auf Invers und dann auf Tangens. Nur so kriege ich nämlich den Arcus-Tangens. Und da ich normale Gradzahlen eingestellt habe, also kein Bogenmaß, bekomme ich 53,1 Grad raus, ungefähr gerundet. Ja, die Lösung lautet also, der Winkel Phi ist gleich 53,1 Grad. Das ist dieser Winkel hier oben. Gut, diese Formel hier, die scheint sehr einfach, aber im nächsten Film zeige ich euch, dass es Probleme gibt. Und zwar, wenn Phi größer als 90 Grad ist, dann muss man einen zusätzlichen Trick hier beachten. Das zeige ich euch im folgenden Video.